Ein lauter Knall und dann schießt eine gewaltige Flammensäule in den Himmel. Augenzeugen filmen die dramatischen Bilder im Südosten Chinas. Gegen 11.30 Uhr bricht hier in einer Leimfabrik ein Feuer aus. Das Resultat? Eine krachende Explosion. Die Feuerwehr kann den Brand nach 90 Minuten stoppen. Den Behörden zufolge wird niemand verletzt. Einige Mitarbeiter kommen allerdings mit leichten Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Die Rauchsäule ist kilometerweit zu sehen. Laut Bericht der lokalen Feuerwehr sei das Feuer in einem einstöckigen Lagergebäude ausgebrochen. Die genaue Ursache für den Brand und die Explosion wird derzeit genauer untersucht.